Österreich-Premiere des weltweit ersten Fahrrades mit ABS-Antiblockierbremssystem. Im Rahmen des Vienna Bike Festivals vom 14. bis 15. April 2018 wurde das erste Pedelec, das mit dem Bosch ABS ausgestattet ist, dem österreichischen Fahrradpublikum präsentiert. Es handelt sich um ein Riese und Müller Delight 45 km/h S-Pedelec mit Dual Battery System. Das ABS wirkt auf das Vorderrad, wobei aber auch die hintere Bremse von der Sensorik erfasst und mitkalkuliert wird. Die Steuerungselektronik sitzt in einer kleinen Box vorne unter dem Lenker. Es gibt nach wie vor getrennte Bremshebel für vorne und hinten. Erste kurze Testfahrten am Rande des Bike-Festivals zeigen, dass der Bremsweg deutlich verkürzt wird und dass es kein blockierendes Vorderrad mehr gibt. Auch die Gefahr eines Überschlages durch starkes Bremsen soll weitgehend ausgeschlossen sein. Das System wird als wartungsfrei beschrieben und soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 im Riese und Müller Delight für die Kunden verfügbar sein. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Videos sind weder genaue Termine noch Modellvarianten und Preise offiziell bekannt. Mitgeteilt wurde inzwischen, dass das ABS in der Delight-Baureihe sowohl im 25 km/h Pedelec als auch im 45 km/h S-Pedelec zum Einsatz kommen wird.